Wir sind wieder zurück bei Starbound in der zweiten Staffel und in der zweiten Folge und haben uns vorgenommen, diesmal keine Stunde 20 zu machen, sondern 2 Stunden 20, ne? Ja, ja, das ist der Plan. Alter! Huiuiuiuiui! Entschuldigung, ich habe die Folge so angefangen, wie ich die letzte aufgehört habe, wie ich es versprochen habe. Alter. So, da noch das Geld holen. Ich versuche jetzt mal zu dir runterzukommen. Mal gucken, ob ich dich irgendwie finde. Jetzt sind ja eh keine... nett? Warte, ich glaube, der ist nett. Der ist nett. Nur Gott sei Dank ist der nett. Hallo. Boah, Hilfe. Hm? Vielleicht hat verfolgt, während ich zu dir runterkomme. Naja, da treiben sich so komische Typen rum die ganze Zeit. Nachdem ich mir ein kurzes Röckchen angezogen habe, verfolgen die mich die ganze Zeit. Weiß auch nicht. Ich glaube, ich will doch nicht zu dir kommen. Was denn? Kurzer Rock hat mich gerade... Ja, boah, du bist so ein Sexist, weißt du, als ob nur Frauen Röcke tragen können. Denk mal an die Schotten, ja? Machst du gerade die Schotten dicht? Boah. Ich hab doch gar keinen Alkohol dabei. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich muss ja dringend raus. Ich guck gerade so. Mal bei TeamSpeak, wie lange wir jetzt eigentlich schon am Aufnehmen sind. Schon seit 7 Stunden 43 nehmen wir irgendwas auf. Boah, ach du Heilige. Durchgehend irgendwas, das ist schon krass eigentlich. Es fing an, ja stimmt, GTA Online, danach Rust und jetzt noch Starbound. Aber das ist echt schon, puh. Da soll mal einer sagen, das wäre nicht doch irgendwie anstrengend. Also es macht ja trotzdem Spaß, so ist es nicht. Aber man merkt doch schon, dass man so langsam und vor allem man kann kaum noch sitzen, Alter. Mein Hintern fühlt sich gerade an wie so ein Care-Paket. Was denn? Ich will das jetzt nicht, ich will da keine Gedanken zu haben. Was denn? Man kann ja wohl auch als Mann mal über seinen Hintern reden, ohne dass ja sofort der kleine Homophob rauskommt, ja? Ja, dann mach das aber bitte in irgendeiner Bar mit irgendwelchen anderen, die das gut finden. Nur weil der Typ ja, weil du in Darmstadt wohnst? Ja, ganz ehrlich, aber wenn man in Darmstadt wohnt, muss man doch bestimmt die ganze Zeit sich irgendwelche Arschwitze anhören, oder? Ja, auf jeden Fall. Boah, wie heißt euer Stadion nochmal? Darmstadion. Entschuldigung, ist aber auch zu gut. Darmstadion hört sich an wie, sorry, das hört sich an wie Endstadium im ja. Alarmstufe Rot im Mastdarm. Frag mich auch nicht, wer sich das ausgedacht hat, den Namen. Das muss man doch, sowas muss man doch merken, dass das vielleicht irgendwie komisch klingt. Jetzt sammle ich ja doch Pixel auf. Muss ich husten vor lauter Freude. Du hast ja aber ganz schön viel übersehen oder liegen gelassen oder so, ne? Wie liegen lassen? Ich finde hier gerade noch ganz viel Gold und Kupfer, das alles im Kies. Was? Geh bestimmt, geh sofort irgendwo anders hin. So. Das Problem ist einfach, dass die Höhlen hier so riesig sind, dass man immer irgendwo was findet. Alter. Boah, jetzt, das wird lustig, wenn ich das jetzt anfange. Und ich tu's. Oh Gott, hallo? Au! Boah, was ey, denn? Was für ein hinterhältiges Vieh. Tut so, als wenn es voll mein Kumpel wäre und dann haut's mich kaputt. Oh, du hast Heideltraut kennengelernt? Was? Hui! So. Oh, ich glaube, da habe ich echt ein bisschen Sand abgeschaufelt. Oh, ich hätte ein Silber gefunden. Ein Silber? Nee, drei. Boah, wo bin ich denn hier bloß? Alter, hier sind so riesige Höhlen, ich werde niemals wieder zurückfinden, aber ich müsste eigentlich mal langsam zurück. Zurück? Zurück. Zurück zu Lück. Haben sie ja auch irgendwie nochmal versucht zu recyceln, die Sendung, ne? Ist aber auch irgendwie die Hose gekommen. Die Wochenshow? Ja, ja. Hab ich ja gar nicht mitbekommen. Ja, mit Oliver Welke und sowas. Auf dem ZDF. Hä, aber die macht doch, das ist doch die ZDF-Show. Also die Heute-Show. Nee, die haben auch die Wochenshow. Oh. Zu recyceln. Hi. Macht hier einen auf, ich bin so weit gekommen und ist gerade mal hier so. Naja, immerhin. So, schnell weg, der Tobi ist da oben. Oh, oh. Oh, was sehe ich denn da drüben? Ey! Ach komm, ist ja der nützlichste Roboter schon wieder da? Ja, ich kann auch wieder gehen. Du kannst wieder gehen? Ein Wunder! Oh. Was denn? Okay. Ja, nein. Hm? Nein, nein. Ist schon in Ordnung. Was murmelt der da in seinen Bart? Mario Bart. Oh Gott. Alter, was ist denn heute los?
Es müssen aber die 7 Stunden sein, diese Verzweiflungswitze. Huch. Muss ich gerade mal husten. Kämpfst du gerade da unten? Ja, gegen irgendwelche Schildkröten, die ich noch nie gesehen habe. Ich glaube, die haben auch neue Monster reingehauen. Kann das sein? Das weiß ich gar nicht so genau. Also diese Schildkröten habe ich zum Beispiel noch nie gesehen. Einige davon fiepen so niedlich. Hey, ich habe Fleisch gefunden. Fleisch. Was? Ich habe das gar nicht mitgenommen, ich Idiot. Ich hatte das oben noch in den Ofen getan. Das ist ja total schlau. Aber ich habe Tomaten und Bananen dabei. Also falls du was brauchst, von mir kriegst du nichts. Das ist lieb. Tomatolix hast du dabei. Huch, bitte. Muss mal eben husten, Sekunde. So, ach. Will aber auch irgendwie nicht weggehen bei dir, ne? Nee, weil ich nehme ja auch jeden Tag auf. Ich komme irgendwie gar nicht dazu, das mal wegzukurieren. Schlimm ist das. Musst du mal dann die heute so fragen, die bieten das an. Dann so. Alter, spiele ich ja lieber mit Sarazar. Oh, ich hab's auch gerade gemerkt. So. Wo habe ich denn diese kleine Zwischenbasis gebaut? Ich weiß das hier gar nicht mehr. Also ich habe keine gesehen auf dem Weg hierher. Der bestimmt abgebaut, der Schweinehund. Eine Zwischenbasis. Habe ich gerade gefunden. Boah, so viele so. Geldkassetten. Ein Goldohr habe ich jetzt gefunden wieder. Wow. Hey, also du hast ja schon... Wow, also... Das ist ja echt deprimierend. Hä? Weißt du was? Aus Frust lerne ich jetzt diesen komischen Dash. Diesen Energy Dash. So. Das klingt für mich wie so ein Energy Drink irgendwie. Energy Drink. Energy Drink. Lachst du mich aus? An. Nur an. Okay. So, wo geht's denn da hin? Huch. Weißt du, kaum bin ich hier unten, rennt er wieder in die andere Richtung. Wieso die andere Richtung? Ich wollte nur zur Station. Ja, ja. Zur Workstation quasi. Ich merke das schon. Und kaum ist er ja unten, klaut er sofort alle Rohstoffe. Fürs Team. Fürs Team. Ja. Oh, ich hab Sand hier unten gefunden, geil. Ne, hör auf, was? Geil, nimm den mal mit. Man weiß nie, wann man wieder guten Sand kriegt. Ich komme mir leicht verarscht vor. Wieso? Wieso? Naja. So, dann, Was war echt so, frustrierend, wenn ich mal überlege, was man früher teilweise in diesen Sanddingern gefunden hat, alles. Ja, ist jetzt halt ein bisschen mau geworden. Oh, bist du lieb? Du bist lieb, du bist lieb. Gott sei Dank. So. Oh, hi. Hey, na? Guck mal, ich hab Gold. Und dein Hasenfreund. Ja, das ist ein Kumpel von mir. Ariel, die Meerjungfrau ist das. Was? Sieht doch ganz anders aus. Naja, aber... Ne? Das ist meine Love Doll. Oh Gott. So. Oh, Eisen. Oh, Eisen. Hast du schon eine Silberspitzhacke? Was? Wieso? Nein, das finde ich eine dreiste Unterstellung. Das war kannst eine du sowas, Frage. Wie kannst du sowas behaupten? Nein, das war eine Frage. Nie würde ich Fehlinformationen rausgeben, außer es kommt mir zugute. Oh, wie schnell das geht mit so einer Silberspitzhacke. Ich eier da voll rum, ey. Was für eine Silberspitzhacke? Wovon redest du denn? Was denn? Bitte nicht anpinkeln jetzt. Hä, wo bist du denn? Ach da. Ich habe gar nicht gesehen gerade. Boah, das muss aber ein riesiger Planet sein, so weit wie man sich hier runtergräbt schon. Ja, ja, ich glaube, der ist auch groß. Was, Schnupfen? Oh, meine Nase läuft. Ja, ja, ich bin ja auch wieder krank. Ach du Scheiße. Bist du sicher, dass es gut ist, wenn wir so lange aufnehmen? Nicht, dass du da niederdarbst? Nee, ach Quatsch. Passt schon. Wenn ich mich irgendwann nicht mehr melde, dann... Logge ich schnell um. Okay, das mache ich. Boah, eine Kiste. Eine Techno-Kiste oder was?
Pulse Jump Blueprint. Alter! Nein, du Sack, du Sack! Manu! Hey, naja, das wird wahrscheinlich noch ewig dauern, bis ich das mal finde. Red mir ruhig ein schlechtes Gewissen ein. Ach, naja, ich hätte ihn so gern gehabt, weißt du? Ich würde ihn dir geben. Ach, Quatsch. Benutze ihn. Boah, wie arschig wäre das, wenn ich jetzt sagen würde, ja, das ist aber lieb, gib mal her. Ich hätte es gemacht, glaube ich. Voll die Gutmütigkeit ausnutzen. Nein, um Gottes Willen. Hey, das ist mein Whirlpool, geh weg. So. Oh, Silber, Silber. Ah, oh, wie gern ich jetzt Silber gehabt hätte. So, komm ich da... Komm uns Nana? Ich hatte gerade schon wieder den schlüpfrigen Wortwitz drauf, ich lass es. Was denn? Nee. Sag mal. Ich hätte jetzt gerade gesagt, boah, ich habe gerade mega Sex. Und dann hättest du gesagt, boah, ich hätte jetzt auch gern Sex. Dann hätte ich gesagt, ich geb's dir. Netter Versuch, Tobi. Oh, eine Kiste. Au. Aua, aua. Aber ist bestimmt eine Kacki-Kiste. Da ist, Alter, schon... Pff. Schon wieder sowas komisches. Obwohl 9 Damage pro Sekunde und mehr Swing-Radius. Schnellerer Swing. Oh, ne, ja, kann man mal machen. Hab voll die coole Waffe. Die bestimmt voll scheiße aus gegen die selbstgecrafteten, aber egal. Oh, da vorne ist noch so viel Kohle, die will ich vorher nochmal mitnehmen. Gut, natürlich. Ich habe eine Kiste gefunden. Hm? Ich habe eine Kiste gefunden, aber da ist nur Scheiße drin. Geil, Scheiße. Damit können wir unser Haus, können wir unser Haus wieder dekorieren. Wie gerne hätte ich jetzt Scheiße gefunden? Oh, der Double Jump. Alter. Hm? Jetzt fehlt er mir wieder. Wo du ihn erwähnt hast, fehlt er doch. Huch, was ist das denn für ein Viech? Kann man das nicht irgendwie in den 3D-Printer tun und das verdoppeln oder so? Ich glaube, die Dinger nicht. Oder? Ich probier's aber auf jeden Fall mal. Vielleicht klappt's ja. Und zack, ist es weg. Dann haben wir beide keine. So, juhu, da ist noch ein bisschen Gold. Das ist ganz gut. Dann kann ich mir doch noch eine Goldkette machen. Ich wäre nämlich gerne Dieter Bohlen von Starbound. Muss ich aber lange ins Solarium legen. Ne, ich habe ja schon diese Affenhaut, habe ich ja schon. Ne, so ein bisschen ledrig, so Solarium ist ledrig. Wenn das der Dieter wüsste. Naja, der beleidigt aber schlimmer. Huch. Ja, der guckt ja das Let's Play auch, ne? Auf jeden Fall. Ich wette, der hat sonst nichts Besseres zu tun. Wahrscheinlich schreibt er sich damit Witze auf für DSDS, deswegen guckt das auch keiner mehr. Aber so wie der immer flamed bei DSDS, schreibt er auch YouTube-Kommentare, 100 pro. Ja, das auf jeden Fall, das würde mich auch nicht wundern. Mega scheiße. Ich hatte mal eine Kackwurst, die hatte mehr Talent als du, ja. Die Kackwurst hieß, nein, das sage ich nicht. Die hat ganz weiße Zähne. Alter. Was denn? Boah, aber die tut mir... Eigentlich tut sie mir schon wieder fast... Huch, tut sie mir schon wieder fast leid. Die Dame mit den weißen Zähnen. Tut mir wirklich... Boah, was denn? Mies. Ja, das war schon mies, aber... Ganz ehrlich... Weiß ich nicht. Ich bin immer so ein bisschen skeptisch bei diesen komischen Promis, die ihren Promi-Status dadurch erreicht haben, dass sie die Schenkelschere machen. Ja, das stimmt. Ich meine, ganz ehrlich... Ficken kann jeder. Dafür braucht man kein Diplom. Das stimmt allerdings, ja, da hast du recht. Ja. Worte. Und da, wenn man, also wenn das die Qualifikation für einen Promi-Status ist, wow. Also du wirst dir, wenn ich dir das mal kurz sagen darf, sehr in den Arsch beißen, dass du nicht in diese Richtung hier gelaufen bist. Was hast du jetzt wieder gefunden? Ich habe einen unterirdischen Tempel gefunden. Mann, den ich verabscheue. Also ich mal warten, bis du hier bist, dann kannst du dir das auch angucken. Für deine Zuschauer natürlich. Ist das wieder mit so Affen und sowas? Ist, glaube ich, so ein Avian-Tempel. Ein Avian-Tempel hier, so weit unten? Also da sind auf jeden Fall wieder so Goldvögel an der Wand. Warte mal, da komme ich gleich mal rum. Wenn ich ehrlich bin, sieht das Ding auch so aus, als hätte ich es noch nie gesehen. Also so von der Aufmachung her zumindest. Oh, das hat ja super geklappt. Jetzt hier. Bitte kein That's What She Said. Wie von der Aufmachung? Hä? Verstehe ich nicht.
Ja, das sieht ein bisschen anders aus irgendwie, als die ganzen Tempel, die wir schon mal gefunden hatten. Kann ich gar nicht glauben. So, du bist rechts von mir ziemlich, ne? Ja. Zum Glück kann man sich ja... Hä? Wieso geht denn jetzt hier die Kampfmusik los? Alter, ich hab doch gerade geschlagen. Oh, 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 ich muss dringend... Dringend bandagen. Bandagee. Es kann sich nur um Jahre handeln. Oh, da unten ist eine Kiste. Verborgen im Wasser. In der Kiste ist eine ganz tolle Waffe. 10. Wie ich mich manchmal selber belügen will. In der Kiste ist was ganz Tolles. Machst du aber, wenn ein Brief vom Finanzamt kommt, ne? Ja, in der Kiste. Oh, die wollen bestimmt nur mit mir essen gehen. Die könnten echt mal ein bisschen netter sein. Oh, du hast eine. Ich sehe, du hast eine Kiste. Hey. Tschüss. Willst du die haben? Das ist wieder eine tolle Waffe. Baseball. Achso, ich dachte, wir können mal hin und her schlagen. Hier oben. Guckst du? Meinst du die rosane Erde? Achso. Hier. Aber ist nicht so geil, also nicht so groß irgendwie. Ach so. Ich hol mir die da hinten. Was sind das für Lampen? Hast du schon die Dinger, die nee, Grabstätten? Da war nichts drin. Da war nichts drin tatsächlich. Hm. Oh, Kristalle. Und Magma. Wieso, was ist los mit dir? Du nimmst hier gar nichts mit. Ach so, ja. War deprimiert. Wegen dem Double Jump, weißt du? So, du hast die Tür gar nicht mitgenommen. Ach so, ach siehste. Was ist denn nun mit dir los? Seit dem Patch hast du irgendwie Fehler im System. Oh, was ist denn das? Oh, was ist denn das? Ich hab Kristalle gefunden. Ja, ich hab's gesehen, wie er sich gleich wieder gierig draufgestürzt hat. So, jetzt habe ich den Pfeiler hinten reingeschoben. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Alter! Macht immer noch am meisten Spaß, ich weiß nicht warum. Oh, oh. Oh, hi. Oh, oh, oh. Alter, oh, oh, oh. Guck mal hier, so wird's gemacht. Er wieder. Letzten Schlag, weißt du, alles ausgenutzt. Warum schlägst du eigentlich drauf? Ich versteh's nicht. Weil das Fressen bringt. Guck, siehst du? Oh, da oben ist noch ein Kristall, guck mal. Oh, guck mal, was da an der Wand hängt. Zwei Kristalle. Ja, und da unten auch. Diamanten. Ich glaube, das sind sogar Kristalle, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, das sind Diamanten. Ja? Ich würde Wetten annehmen. Ja, ich wette darauf, dass es Diamanten Kristalle sind. Mein Lutometer sagt mir Diamanten. Okay, ich bin gespannt. Ich kann da leider nicht mitgraben, weil das bringt bei mir gar nichts. Geht auch in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit voran. Puh. Siehst du Diamanten? Das war ein Kristall, ich hab's genau gesehen. Was willst du mir denn erzählen, sag mal? Scheiße. Sind das denn Kristalle? Und was sagen Sie zum heutigen Spiel? War fantastisch. Boah, das Abbauen dauert immer so 30 Jahre. Ja, ich glaube, das ist eh Magma-Rock, ne? Ich glaube, das hat eh schon immer lange gedauert. Ja, 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 ja. Mit dem Diamantbohrer wird es vielleicht schneller gehen. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es nicht. So. Dann baust du da oben die Magma, das Magma, den sein Magma zu? Ja, ich habe mit dem Zeug keine gute Erfahrung. Huch, ja, ich bin ja super schlau. Toll. Alter, ich springe einfach nur. Freut mich, genau wie früher. Boah, ja, ja, manche Dinge ändern sich nie. Boah. Alter,
Räumst du dir das ganze Kopperohr weg oder was? Ich hab grad 22 gekriegt. Boah, ich hab grad mal 6. Der Tobi, das ist ein Loot-Magnet, das gibt's gar nicht. Schon wieder? Nee, die Kohle hab ich gekriegt. Oh, ich falle. Wir haben mich zugehauen. Ich dachte, wir sind ein Team. Fürs Team, fürs Team, fürs Team, fürs Team, fürs Team. Alles fürs Team. Alles fürs Team. Weißt du was? Weißt du was? Was denn? Willst du wieder eine Bombe zünden? Weißt du was? Nein, du wirst jetzt keinen Magmarock aktivieren. Nee, nee. Da hab ich ein bisschen Angst. Quatsch. Wo siehst du den hier? Boah, du kleine Drecksau. Oh Gott. Ja, das kommt davon. Fürs Team, fürs Team, fürs Team. Ich bin einfach nur deprimiert. Aber versuchen wieder hochzukommen. Wäre vielleicht sogar mal eine Maßnahme, ne? Ja, ich glaube auch. Oh. Fürs Team. Wie viele Pixel hast du denn? Oh, was ist denn das da drüben? Mann, Entschuldigung. Habe ich gerade das Mikro gehustet und vergessen mich zu muten. Ach. Das ist ein komisches schwarzhaariges Mädchen, das von der Decke hängt. Wo, bei dir im Arbeitszimmer oder was? Ja, ja, die hängt hier an der Decke und guckt mich die ganze Zeit an, egal wo ich gehe. Boah, stell dir das mal vor, das ist ja Horror. Hast du Grudge geguckt eigentlich? Ja. Ah, sehr gut. Du guckst ja sonst nicht so die Filme, ne? Nee, aber so Horrorfilme gucke ich ab und zu mal ganz gerne. Aber nur, wenn es wirklich gute Horrorfilme sind und nicht so eine Splatter-Scheiße wie Saw. Sag mal, Tobi, ne? Ja? Bist du zurzeit eigentlich Single? Immer noch, ja. Ah, ja, sieh an. Also, die Damen, ne? Ja. Ein stattlicher Mann, angesehen. Aus? Wohnend in Darmstadt. In Darmstadt? Das ist das Ticket zur Freiheit. Oh Gott. Ach ja. Ah, ich glaube, die Ladies stehen eher auf Bad Boys. Du musst da vielleicht noch an deinem Image arbeiten. Du musst mal eine Lederjacke beim Let's Play tragen oder so. Oder eine Sonnenbrille mit Facecam oder so. Ja. Beim Horrorspiel im Dunkeln. Alter, wie lange dauert das denn hier? So Sachen wie Hurensohn die ganze Zeit durch die Gegend schreien, ne? Ey, Huan! Ey, Huan! Alter, wie lange es hier dauert? Meine Freski. Also, ich bin gerade auf einem guten Weg nach oben. Ja, ich sammle hier gerade noch fürs Team Kristalle und so. Okay. Wobei ich keine. Oh! Eine Schlangenstatue! Lieb! Nein! Du bist nicht lieb! Geh weg! Ein Auge sei wachsam. Downworm Statue. Mhm. Du sag mal, Erik. Ja? Wie viel hat dir Saturn eigentlich bezahlt? Ah, es ist, also nachdem wir die CGI ausgehandelt haben, für den Wanst und natürlich auch dafür, dass ich da so ein bisschen sehr mehr so aus wie Wrecking Ralph, weißt du? Gibt echt immer noch Leute, die das glauben. Das ist eine Katastrophe. Im ersten Moment, als ich die Werbung das erste Mal gesehen habe, habe ich auch gedacht, wow, was macht der denn da? Seufzt. Aber dann, zweiter Hingucker, dann hat man das, also sieht man das ja auch schon. Ich hoffe, ich bin mir da gar nicht so sicher, ob das auf alle zutrifft. Alter, bei der Lava muss man echt vorsichtig sein. Also ich bin wieder draußen. Oh, ja, ich bin hier noch, ja, ich bin auch fast da. Nein! Oh, Alter, zum Glück habe ich zugebaut. Boah. Wollte ich gerade abspringen und auf einmal flog der nach unten in die Lava, aber die hatte ich zum Glück so richtig zugebaut. So richtig zugebaut. Ich wollte gerade sagen, du bist bei Lava, du bist also wahrscheinlich noch schneller oben als ich.
Was soll das heißen? Das soll heißen... Tss. Nein, ich bin Pro-Gamer. So, guck mal hier, wie viel Kopper ich hier mitnehme fürs Team. Mhm. Sollte man auch mal manchmal zu schätzen wissen, Tobi, ja? Ist ja nicht jeder so ein Puls-Jump-Typ wie du, weißt du? So, ich hoffe, ich komme jetzt wieder... Ich mich den gar nicht einzusetzen. Nein, nein, mach ruhig. Zeig ruhig, wie elitär du bist. Hier noch ein bisschen Kopper fürs Team. Fürs Team. Für uns, Tobi. Für uns. So. Du bist echt schon oben? Ja, gleich. Ich grab mich gerade die letzte Schicht nach oben. Achso, ich dachte, du hast gesagt, du bist schon oben. Ja, für mich ist halb oben schon oben. Ach, ja, weil du Pulsjump hast, natürlich. Das ist ja nur die halbe Strecke für den feinen Herrn, was? Weißt du? Aber ich bin schon so weit oben, dass ich mich von hier aus ins Schiff bieben kann und wieder zurück. Aua. Wenn das Viech mich jetzt nochmal erwischt, bin ich auch tot. Ich versuche mal den Pulsjump in den 3D-Printer zu legen. Du musst ja gerade mal. Wo muss man die Sachen einscannen, damit man was bekommt? Am 3D-Printer? Da gibt's so einen Scan-Button. Ah, okay. Aber wie ziehe ich das Objekt da? Ah, so ziehe ich das Objekt da rein. Ja, 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 ja. Nee, geht aber leider nicht. Ja, das habe ich fast gedacht. Oder muss man da doch irgendwas dazulegen? Nein, nein, wahrscheinlich geht es einfach nicht, Tobi. Es geht wahrscheinlich einfach nicht. Kann halt nur einer so elitär sein. Weißt du, die einen sind schon fein auf dem Schiffchen und lassen sich das Beste schmecken, während die anderen fürs Team noch hier unten graben, weißt du? Ja, aber wir haben, also mein Inventar ist fast voll. Ich kann nicht mehr. Mit Pulsjumps wahrscheinlich. Alter. Ah, schön. So, hatte ich hier nicht die Zwischenstation irgendwo? Dramatische Musik verrät es, wir sind richtig. Rechts muss doch die Zwischenstation gewesen sein. Dann schaue ich mal ganz kurz, was wir noch hier unten haben. In unseren kargen Besitztümern. Die da oben, die haben ja alles. Die da oben, am Tageslicht, die feinen Herrschaften mit ihren Raumschiffen im Orbit. Aber wir hier unten. Ja, wir müssen uns die Sachen vom Munde absparen. Dann saß ich hier und schmölz mein Geld. Erstmal setzen. Das Leben ist schwer. Für einen Affen im Exil. Verstoßen von Familie und von Freunden. In eine feindliche Welt. Voller egoistischer Roboter. Oh, was? Das so. Ist eine fiese Anschuldigung. Naja, dann mache ich mir eben diese Gold-Pickaxe. Für Diamant reicht's leider noch nicht. Mich nennt er egoistisch. Schade, schade. Dachte, ich habe wenigstens etwas, wenn ich schon keinen Pulsjump habe, dass ich... Dass wenigstens einen Grund für mich gibt zu existieren, aber... Ich bin eben nur ein dummer kleiner Affe. Dann können wir die Folge beenden. So, habe ich eigentlich Kopper? Oder ist das, auch den da oben vorbehalten? So, mal gucken, ich labe mich mal eben an meinem Trockenknust. Ach, ich habe ja gar kein Brot. Nur diese alten... matschigen braunen Tomaten. Aber man nimmt, was man kriegt. Wenn man nicht gerade hoch über allem schwebt, nicht wahr? Zum Beispiel mit Pulsjump.
Das ist einfach ein Traum. Ich weiß noch, als ich 12 war, unsere Familie hatte ja nichts. Wir haben damals auf dem Planeten der Affen gewohnt. Dann war Weihnachten und... Nee, es war mein Geburtstag. Es war mein Geburtstag, ich verwechsel das manchmal. Und da habe ich mir nichts sehnlicher gewünscht, als von Mattel den neuen Pulse Jump. Und bekommen habe ich stattdessen einen Speed Dash. Ich war am Boden zerstört einfach. Damen hinterlassen, Narben. Ich bin nie wirklich drüber hinweggekommen. Ich hab mir mal eingeredet, es wäre okay, aber es war nicht okay. Manchmal kriegt man im Leben nicht das, was man sich wünscht. Manchmal kann man nur den anderen dabei zuschauen. Einfach alles kriegen. Alles. Tobi, was machst du denn gerade? Ist was? Nee. Was? Hast du irgendwas gesagt? Nö, ich sitze hier nur unter der Erde und denke nach. Ah gut, ja, dann ist ja nicht schlimm. Ah ja. Ich schmelte hier gerade schon mal alles ein und naja. Und? Was noch? Hm? Ja, keine Ahnung, ich überlege, ob ich mir eine Rüstung mache, aber das fände ich egoistisch. Das wäre auch sehr egoistisch, das fände ich gemein. Man kann sich einen Crystal Block bauen. Aus Meth oder? Nein, tatsächlich aus Crystal. Oh, ich habe einen Steinpiller. Ist seit Starbound das neue Wort, ne? Ja. Nach Starbound soll ich schon seit Rust. Nach Rust. Hier, Steinpiller. Important to the community. Hey, mein Steinpiller ist important to the community. Und er ist dekorativ. Geil. Ach, deshalb die 2 Millionen. Ja, cool. Das ist das Geheimnis. So, kann ich jetzt, Ach nee, kann ich nicht. Okay. Na, dann muss ich noch ein bisschen warten. Hä? Hä, wo ist das? Ach so. Hm? Silber ist doch das nächste, die nächste Stufe dann, oder? Hab ich doch vorhin noch gesagt. Wieso finde ich denn jetzt hier nichts? Ach, das muss man am Anvil machen, stimmt. Okay. Am Anvil! So, manchmal komme ich immer durcheinander, wo man jetzt gerade craften muss. So. So, lalala. Das ist doch schon richtig, ne, oder? So. Komm dann gleich mal hoch, ne? Ja, hast du denn Los Minutos im Auge? Wir haben ja gesagt, 40 Minuten. Ja, wir sind bei 32 gerade. Ah, sehr gut. Wenn ich dich jetzt nur noch finden täte. Aber so langsam geht's eigentlich. Wir haben eigentlich recht viel Holz mittlerweile. Kohle sieht auch nicht so schlecht aus. Oh, da ist noch ein bisschen Eisen. Und zwar gar nicht mal wenig. Das probiere ich gerade mal, ob ich da rankomme. Wenn ich die beiden Herrschaften hier besiege. Ja, besiegen werde ich die Monstren der Dunkelheit. Denn ich bin ein starker Affe. So, das waren die Monster der Dunkelheit. Ach komm, das reicht. Habe ich einfach mal auf dem Rückweg 9 Eierenohre. Fürs Team mitgenommen. Manchmal weiß ich überhaupt nicht, wo es wieder zurück nach oben geht. Ja, einfach hoch, oder? Ach so. Danke für diesen wertvollen Hinweis. Manchmal, wenn ich die nicht hätte... Hätte ich jetzt den Pulse-Jump. Ich gönne ihn dir. Ich fühle mich auch überhaupt nicht schlecht eigentlich. Ich weiß. Ich weiß. Und so, kann ich jetzt... Das ist das Erschreckende. Alter, weißt du was noch... Weißt du was, wo du dich schlecht fühlen solltest? Du hast den ganzen Gang zugequanzt mit 2er-Erdblöcken. Jetzt muss ich mir ja nach oben den Weg freigraben. Mit 2er-Erdblöcken? Ich habe doch immer geguckt, dass ich da nur so eine Treppe mache. Offenbar nicht. Damit ich hochkomme. Ja. Ich finde es nicht gut, wie du mich hier gegen die Wand stellst und...
so tust, als wäre ich dran schuld. Ja, die gut. Zuschauer sehen das schon. Die können sich schon ein eigenes Urteil bilden. Und zwar meins. Boah, du hast ja echt den ganzen Rückweg zugebaut. Ja? Zum Glück sind hier die Einerstufen vom ersten Abstieg. Ich hätte auch Magmarok nehmen können. Ich bin sicher, die Zuschauer hätten es dir gedankt. Welche Zuschauer? Das guckt nach der letzten Folge keiner mehr. Ja gut, das stimmt. Nach den 1,20, das würde ich aber auch abschalten. Irgendwann ist ja auch mal genug. Mental vor allem. So, Alter, der Typ hat hier alles zugebaut. Der Typ. Bah, ey. Bei dem gucke ich nie wieder ein Let's Play. Wir hätten jetzt schon längst auf einem tollen Planeten sein können. Aber nein, der feine Herr Superjump, weißt du? Den hatte ich da noch gar nicht. Als du dich ja hochgebaut hast? Nee, ich hab ja erstmal fürs Team im 3D-Printer probiert, ob das überhaupt geht. Ach, Alter! Die Monster können also nach oben hieven. Die prügeln ja nicht nach oben, die haben da so eine Teleportfähigkeit. Ja, genau, diese kleinen, ne? Ja. Mhm. Das ist eigentlich witzig. Echte Pisser. Ja, eigentlich witzig. Fand ich jetzt gerade eben geckig. Na super, jetzt bin ich auch noch vergiftet. Weil der feine Herr Tobi hier wieder Gift hat liegen lassen. So. Sei doch nicht immer so eine Giftspritze. Was du alles in den Mund nimmst. Für Wörter. Was denn? Ich glaube, ich überlege mir das mit dem Teamtreffen auf der Gamescom nochmal. Alter, wenn du aufs Teamtreffen kommst, ich schwöre, ich baue dich irgendwo mit Ziegelsteinen ein. Oh, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht sterbe. Was denn? Guck mal, ich mach dir sogar die Tür auf. Vorsicht. Danke. Der ist nett. Ah, ist ja schön hier. Die Vögel da unten nicht. Mann, da muss ich erstmal wieder husten. Ich, puh. Guck mal, ich habe hier sogar schon eine Kiste hingestellt. Cool. Na? Hm? Guck mal. Hey. Was ist? Hm? Was? Was hast du? Oh, muss ich schon wieder? Ich wollte gerade sagen, rieche ich da einen Puls, Jump? Nee. Boah, du Arsch. Boah, der kleine... Oh, dieser Angeber-Drecksack. Was, was? Dieser Angeber-Drecksack. Ekelhaft. So. Kommst du da auch so easy rüber? Reicht's mir. Guck mal, in meinem Pulsjump komme ich sogar zu dir aufs Schiff. Was ist und jetzt? Hm? Ah, toll. So, warte darauf nicht. Ach, er, weißt du? Hm? Guck mal, ich habe auch einen Dash. Wer jetzt erst einmal deiner Freundin ist. Was? Der Dash ist aber gar nicht mehr so schlecht. Red's dir ruhig schön. Nö, der ist echt super. Da bist du halt schnell unterwegs und kannst flüchten vor Monstern, ne? Das ist nicht schlecht. So, ich brauche auf jeden Fall einen größeren wie du. Ja, das war mir schon klar. Das hat deine Freundin vorher auch gesagt. Hm? Ah, du hast ja gar keine. Du suchst ja noch einen auf diesem Wege. Du hast ja dieses LPT gestartet, um quasi eine Freundin zu finden. Ja, natürlich. Deswegen. Allgemein Let's Plays auch überhaupt. Ja, ich weiß. Deswegen. Die Leute wundern sich vielleicht, dass ich immer so intime Fragen stelle, aber das hat ja schon seinen Grund. Ne? Ja, auf jeden Fall. So. Was machst du da? Hm? Was machst du da? Nichts, ich wohne hier. Das sieht so aus. Ja.
Gehe. Scheiße. Boah, der Dash ist aber echt gar nicht mehr so schlecht, wie ich dachte. Ja, ja. Super. Vor allem, weil man den damals hintereinander einsetzen kann. Mhm. So, was habe ich denn alles dabei? Was hast du denn so alles an Rohstoffen und so eigentlich? Ja, ich weiß, dass du die Kiste leer gemacht hast. Deshalb, ich warte eigentlich schon auf dem Schiff. Ach so. Warum eigentlich? Du hast so gesagt, wir wollen weiterfliegen. Hab ich das? Ja, auf jeden Fall. Man muss erstmal husten. Haben wir überhaupt genug Kohle? Ich weiß es nicht. Ich hab alles in die Kiste, was ich hatte. Und Holz habe ich auch dabei. Holz hast du auch dabei? Ach nee, Holz habe ich gar nicht. Das hatte ich auch in der Kiste. Das hast du jetzt also. Ah, das heißt, du kommst jetzt gar nicht mit dem Schiff weg. Das ist jetzt aber doof, oder? Da hilft dir auch der tolle Double Jump nix, oder? Ich Double Jump mich einfach durchs Universum. Ja, das sind die richtigen. Immer großkotzig, weißt du? So, ich hoffe, diese Entendinger tun mir nix. Eigentlich haben wir genug Holz. Ich weiß gar nicht, warum ich die jetzt einsammle. Wahrscheinlich das Frustrationsbewältigung. Also, ich glaube, ich gehe jetzt mal aufs Schiff hoch. Komm. Hm? Geh mal aufs Schiff hoch jetzt. So. Da warst du schon die ganze Zeit. Nee, ich bin gerade nochmal auf dem Planeten runter, wolltest du dir laufen, aber ach komm. Auf dem Planeten gibt's eigentlich nichts, wenn wir mal ehrlich sind. Na, ich sehe hier aber schon tolle Dinge. Was? Natürlich sieht man die nicht, wenn man mit dem Double Jump hoch in den Lüften schwebt, ne? Mit dem Kopf über alles, sozusagen. Nee, ich finde das nicht lustig. Nee? Oh! Oh! Ein Turm voller Roboter. Was? Das finde ich gut. Hoffe ich. Ich hoffe, das werde ich gleich auch noch gut finden. Kann ich mir eigentlich mal... Ich dachte, jetzt kommt der Tobi da gerade, aber das ist ein Monster. Da muss ich mal an Tobi denken. Was? Nein, der Tobi ist ein Lieber. Wir machen ja nur Spaß. Oder... So, ja, eine brennende Tonne. Eine brennende Tonne nehme ich mal mit. So. Lalalalala. Ich komme gleich auch aufs Schiff, ne?